Hallo und herzlich willkommen beim Magic Nautics YouTube-Kanal. Wir haben eine neue Marke im Programm und zwar Cold Chips. Das ist die Marke von Mario Rothwald, ein deutscher Kitesurfmeister, der einerseits Kiteboards produziert, das werde ich euch heute eines davon zeigen, aber auch Foils und Wing Foilboards. Cold Chips zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr nachhaltig produzieren. Das fängt bei der Verpackung an, geht dann beim Board bis zu Flachsfasern und so weiter. Bei den Foils wird recyceltes Carbon verwendet. Alle Produktionsschritte werden CO2, also gibt es CO2-Offsets. Das heißt, die CO2-Emissionen werden kompensiert und gleichzeitig bleibt die Performance und die Qualität nicht auf der Strecke. Heute zeige ich euch das Polar 2, das ist das neueste Kiteboard der Marke Cold Chips. Und wir schneiden gleich mal die Verpackung auf. Sehen wir gleich, wie nachhaltig das wirklich verpackt ist. Also es ist wirklich Carbon. Lassen wir mal hier. Also ist sogar das Klebeband ist ein Papierklebeband. Das Board selbst ist eben in einem Papier eingewickelt und nicht in einer Plastikfolie. Und das ist das gute Stück. Hat einige Channels im Unterwasserschiff. Wie gesagt, hat einen Holzkern. Die Fasern sind Flachsfasern. Es ist super leicht. Eine sehr schöne glänzende Oberfläche. Ich habe jetzt hier die Größe 140x42. Ist also für mein Gewicht gerade eine gute Größe. Und dann schauen wir uns im nächsten Schritt gleich noch das Zubehör dazu an. So, hier haben wir das Zubehör. Auch in einer Kartonverpackung. Das sind einerseits die Fußschlaufen mit einem super Ratschensystem. Das heißt, man kann da wirklich stufenlos den Fußschlaufe einstellen und es lenkt sich nichts durch Feuchtigkeit. Das ist einfach mit dem Ratschensystem die beste Lösung, die es gibt. Ein Handgriff ist dabei und Footpads, die auch noch besonders weich gedämpft sind. Also die Boards zeichnen sich einerseits durch super Performance aus, aber sind gleichzeitig auch noch freundlich zu den Knien, wenn man so will. Und hier in der schönen Holzbox haben wir noch die Finnen dazu. Das sind jetzt die Freestyle-Finnen, die ein bisschen größer sind. Es gibt noch flachere Backstyle-Finnen. Ich war jetzt gerade mit dem Cold Chips Polar 2 am Wasser. Es hatte so 15 Knoten circa, 30 Quadratmeter Kite gefahren und das Brett erfüllt alle meine Erwartungen. Also das, ich habe mir vorgestellt, ein Board, das so ähnlich wie das Ozone Code V1 sehr angenehm zu fahren ist, also wenig die Knie belastet, aber ein bisschen sportlicher ist, nämlich so wie das Ozone Torque zum Beispiel, das sind zwei meiner Lieblingsbretter. Und genau das macht das Brett. Also es fährt sich sehr angenehm, weich, gleitet gut, es dämpft das Kabelwasser, gleichzeitig hat es einen enormen Grip, also wenn man sich rausboosten möchte, hält es die Kante sehr gut, was gerade bei den 30 Quadratmeter Schirm natürlich sehr wichtig ist. Und ja, ich bin sehr zufrieden. Hier nochmal ein Blick auf das Board, jetzt ist es schon gebrandet. Ja, die Pads und Schlaufen sind wirklich spitze. Egal, wen man am Markt fragt, die Meinung ist eindeutig, dass das die beste Pad-Schlaufen-Kombination am Markt ist. Ich habe jetzt hier Größe XL. Die passt mir mit Schuhgröße 44 gerade noch mit Schuhen. So, ich melde mich nochmal kurz aus unserem Schauraum vor den ganzen Foils. Ich hoffe, ihr habt einen kurzen Eindruck von dem Board bekommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal im Shop vorbeikommen und das auch zum Testen ausborgen. Und sonst sage ich noch, wie immer, Kanal abonnieren, dann seht ihr im nächsten Video die Cold Chips Flügel. Hier mal als Preview in Carbon. Die gleiten super gut, sind trotzdem sehr wendig
Und bald kommen auch noch die Cold Chips Boards dazu, die Nordland Boards. Und als letztes bleibt mir noch zu sagen, die Kappe gibt es jetzt auch mit einem Segelboot als Logo. Die verlinke ich euch in der Videobeschreibung, dann könnt ihr es auch online kaufen. Ciao, bis zum nächsten Mal.